Weise. Arbeite hier bei Gate Veranstaltungstechnik, bin hier als Projektplaner und Disponent und habe auch noch die Position als Ausbilder inne. Wenn wir Azubis einstellen, achten wir darauf, dass der Lebenslauf vollständig ist, dass nicht groß unbedingt Lücken entstanden sind, um zu gucken, ob der Bewerber sozusagen ja, vielleicht irgendwie sich mal eine Pause genommen hat oder nicht wusste, was er machen sollte. Darauf achten wir. Wir achten darauf, ob die Fehlzeiten auf den Zeugnissen, wie die aussehen, um quasi zu gucken, ob er zuverlässig ist. Das ist ja quasi ein ausschlaggebender Punkt. Er muss halt teamfähig sein bei uns und zuverlässig. Man muss mit ihm arbeiten können und auch planbar sein. Es gibt bei uns auch noch ein Kriterium, da wir halt auch viel nachts und am Wochenende arbeiten, dass der Kollege auch einen Führerschein braucht und er muss halt über 18 sein. Was mit dem Beruf Spaß macht. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Es gibt viele neue Orte, die man kennenlernen kann. Verschiedene Bereiche, mit denen man quasi zu tun hat, wie zum Beispiel im Kamerabereich, im Displaybereich, im Tonbereich, im Videobereich. Und das ist halt sehr aufregend, sehr spannend. Weniger Spaß gibt es eigentlich nicht. Sonst hätte ich den Beruf nicht gemacht. Meine Hobbys haben sich eigentlich nicht geändert durch den Beruf. Ich treibe sehr gerne Sport. Und was sich geändert hat, ist halt, man geht mit einem anderen Auge zu Konzerten oder Events. Man hat dann einen ganz anderen Blick drauf. Also ich habe vor, irgendwann nochmal mein Meister zu machen im Veranstaltungsbereich. Aber bis jetzt quasi habe quasi als Azubi angefangen in dem Bereich, habe mich dann quasi als Techniker weitergearbeitet und bin jetzt quasi in der Projektplanung und dementsprechend Step für Step versuche ich mich da ein bisschen durchzuarbeiten in dem Bereich. Ich habe mich freizeitlich immer für Ton sehr interessiert, für Musik. Habe auch in IT ein bisschen programmiert und bin dadurch quasi zu dem Beruf gekommen. Ich habe vorher eine Ausbildung als Medienassistent gemacht und da gab es halt eine Spezifikation und da habe ich Ton ausgewählt und es hat mir Spaß gemacht und dann bin ich zu dem Beruf gekommen. Also ich arbeite schon seit 12 Jahren in dem Bereich, inklusive Ausbildung und seit 2 Jahren bei Gate. Ich glaube, das Witzigste war, mal so Backstage zu sein bei einer Filmvorführung von Expendables, da war ich Backstage mit dabei und mal dort die Prominenten auch mal Backstage zu erleben, das war ganz witzig. Die Prominenten waren Jason Statham, Dolph Lundgren und Sylvester Stallone.